Entscheidung Unternehmer. Was musst du tun, um den Unternehmerweg einzuschlagen? Und heute möchte ich dir eine ganz persönliche Story erzählen von meinem Weg über viele, viele Jahre und auch Irrwege. Und ich will da gar nicht die Story erzählen, so nach dem Motto, oh, das war immer alles ganz glatt und das war immer ganz einfach und ich bin von heute auf morgen zum Unternehmer geworden. Nee, das war genau so nicht. Bei vielen ist das auch häufig so ein Irrweg. Und es mag natürlich Ausnahmen geben, der Superunternehmer und alles super, alles toll. Aber vielleicht bist du da draußen so ein ganz normaler Mensch, der auch schon mal verwirrt ist, der nicht genau weiß, hey, was soll ich eigentlich tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Und deshalb möchte ich dir dazu einfach mal so eine ganz persönliche Story erzählen. Und bei mir war das so 1987, als ich im Vertrieb angefangen habe. Da war es tatsächlich so, dass ich so mein erstes Vorbild hatte. Und dieses Vorbild, der war smart, der hat Gas gegeben, der hatte viele Mitarbeiter im Vertrieb. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach diesen Weg nachgegangen bin. Im Endeffekt habe ich es auch mehr oder weniger kopiert. Und natürlich ist es so, wenn man Dinge kopiert, dann ist es nicht so wirklich der eigene Weg. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schlau, wenn man einen erfolgreichen Weg gehen will, sozusagen erstmal den Weg von anderen, zum Beispiel Vorbildern, nachzugehen oder das Gleiche zu tun oder einfach die Dinge mal nachzumachen. Kleine Kinder machen das auch, die kopieren auch von Mama und Papa. Und meist ist das in vielen Dingen auch sehr erfolgreich. Irgendwann muss man natürlich seinen eigenen Weg finden, keine Frage. Und als ich das gemacht habe, war das tatsächlich echt eine erfolgreiche Aktion bei mir. Und das hat super funktioniert. Ich war wirklich in jungen Jahren relativ schnell, sehr, sehr früh erfolgreich, habe viel Geld verdient, konnte mir viele Dinge leisten und habe im Vertrieb viele Mitarbeiter gehabt. Und dann gab es einen Moment, da habe ich dann angefangen, sozusagen zu denken, ach komm, das muss doch irgendwie auch noch anders gehen. Also irgendwas hat mich da getriggert. Ich weiß natürlich, was es war. Und es hatte auch ein bisschen was damit zu tun, irgendwie, ich fand mich dann schon irgendwie cooler als alle anderen. Und das Ego spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle. Und dann habe ich gesagt, oh, ich kann das selber. Und dieses Ich kann das selber hat dann automatisch dazu geführt, dass ich der Meinung war, ich brauche gar keine Hilfe mehr. Und das hat mich dann das erste Mal so richtig schön zerlegt. Ja, das war so meine erste gefühlte Gesichtsbremse, die ich hingelegt habe. Und es hat einfach nichts mehr funktioniert, weil ich einfach bestimmte Dinge noch gar nicht konnte und noch gar nicht so weit war. Also im Prinzip war ich noch so in so einer Art Lehrlingsstatus oder Stadium. Und das war im Prinzip nicht schlau. Und dann habe ich mir aber doch relativ schnell wieder jemanden gesucht, von dem ich lernen konnte. Aber das gar nicht der Kern der Sache, sondern der Kern der Sache war, dass einfach so dieses Auf und Ab, das war so eine Phase bei mir, wo immer dann, wenn es mir besonders gut ging, ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Und das hat sehr häufig damit zu tun gehabt, dass ich einfach durch viele Ideen nicht bei dem Weg geblieben bin, den ich eingeschlagen habe. Und ich habe dann auch die falschen Rückschlüsse gezogen. Also die falschen Rückschlüsse im Sinne von, das war das Problem oder das ist die Lösung für ein Problem, obwohl es das eigentlich gar nicht war. Weil ich noch gar nicht die Fähigkeit hatte, zu dem damaligen Zeitpunkt, zu erkennen, was das Problem hinter dem Problem ist. Und dann ging meine unternehmerische Journey sozusagen los, nämlich ich hatte sehr, sehr viele Leute im Vertrieb und das war tatsächlich eine erfolgreiche Aktion. Also Freiberufler waren das damals. Und dann habe ich irgendwann auf Angestellte umgestiegen, was auch gut war. Aber ich habe eine Sache vergessen damals und zwar die Fähigkeit, eine Führungskraft zu werden. Also nicht nur Unternehmer,
mit Stempel und Handelsregisterauszug, sondern eine Führungskraft zu werden, die organisiert, also Organisation aufbaut, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen, überhaupt auch Kontrolle, also Controlling zu machen, Kennzahlen, KPIs. Also mir haben tatsächlich wirklich die Fähigkeiten gefehlt, Mitarbeiter richtig zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere da draußen an einem gleichen, ähnlichen Punkt gekommen ist, nämlich dass er Mitarbeiter hatte und die haben halt eben nicht das wirklich getan, was sie tun sollten. Und irgendwann war ich dann so genervt und wirklich entnervt, genervt und auch so ein bisschen ausgetrocknet, kann man fast sagen, dass ich dann den Rückschluss gezogen habe, ach, das kann ich doch alleine viel besser, viel schneller und so weiter. Und dann stand ich auf einmal wieder alleine. Es waren natürlich jetzt schon etliche Jahre, von denen ich jetzt gerade hier spreche, aber dann war ich alleine. Und dann hatte ich so einen Anfang der 2000er so einen magischen Moment, dann bin ich mal krank geworden. Dann lag ich im Krankenhaus und im Krankenhaus ist man ja bekanntlich, wenn man nicht gerade Besuch hat, auch ziemlich alleine. Und dann hatte ich so diesen Moment und sagte so, ey, what the fuck, jetzt sitzt du hier komplett alleine. Deine Firma ist eigentlich tot, also zu, weil passiert ja nichts, weil du bist nicht da. Das ist ja bei Urlaub genauso, bei Einzelkämpfern, Solopreneuren genau das Gleiche. Und da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, scheiße, ey, du bist eigentlich echt ganz, ganz schön alleine. Also das war so meine Frustrationsphase, so nenne ich die mal. Also eine Phase, wo ich Mitarbeiter, Freiberufler, dann angestellte Mitarbeiter, Partner hatte. Und das war die Phase, wo ich mich so von allem gelöst habe, weil ich mit dem Druck nicht klar kam und irgendwie einfach frustriert war. Aber die Entscheidung, alleine zu arbeiten, war die Lösung auf ein Problem, was ich nicht erkannt habe. Und das Problem, was ich nicht erkannt habe, war ganz einfach die Fähigkeit, wirklich ein Anführer zu sein. Punkt 1. Die Fähigkeit, eine Anzahl von Menschen als Team zu führen, das habe ich nicht gemeistert. Und meine Lösung war, ach, dann mache ich doch lieber alles alleine. Aber die Lösung wäre gewesen, mich dieser Herausforderung zu stellen, dieser Aufgabe zu stellen und mir das Know-how anzueignen, eine Führungskraft zu werden, also wirklich Unternehmer mit allen notwendigen Fähigkeiten zu werden. Ja? Und es dauerte dann noch ein bisschen was, eine Zeit lang. Dann hatte ich noch mal so eine Phase, wo ich sagte, wow, ist doch cool, du konzentrierst dich nur noch auf den Sales, wie das ja viele Makler da draußen machen, nur noch Immobilien verkaufen und dann eine Immobilie, dann noch eine Immobilie, noch eine Immobilie, dann hast du wieder schön Umsatz gemacht und dann kannst du das doch alles alleine total super in den Griff kriegen. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gespielt, da hatte ich sogar eine Phase, wo ich 4 Tage die Woche gearbeitet habe und dann Freitag, Samstag, Sonntag frei, wunderschöne Zeit, ganz, ganz toll. Aber am Ende des Tages ist auch sau viel liegen geblieben. Also, und dann irgendwann kam dieser Moment, wo ich dann gemerkt habe, nee, du schaffst das alleine gar nicht. Du schaffst das alleine gar nicht. Und bei mir war es tatsächlich so, und ich gestehe es hier ganz offiziell auch ein, dass ich natürlich nicht jeden Fehler nur einmal gemacht habe. Aber ja, ich habe auch Fehler 2-3 Mal gemacht. Und so habe ich dann Mitarbeiter eingestellt, war dann nochmal frustriert und habe dann nochmal alleine gearbeitet. Und bis ich dann irgendwann wirklich gemerkt habe, hey, der einzige Weg, diese Sache zu meistern, also diese Meisterschaft hinzukriegen, ist, du musst verdammt nochmal wirklich ein System schaffen, du musst Strukturen aufbauen, du musst Prozesse etablieren, du musst wirklich Mitarbeiter einstellen, du musst die Mitarbeiter auch führen. Du musst sie betreuen, ja, du musst sie auch bedütteln natürlich manchmal. Aber am Ende des Tages geht an diesem unternehmerischen Weg, wenn du nicht alles alleine machen willst, nichts vorbei. Und eine Erkenntnis, die ich auch dabei hatte, war tatsächlich die Erkenntnis Wachstum, persönliches Wachstum. Denn immer den Dingen aus dem Weg zu gehen und immer nur den Weg mit dem geringsten Widerstand zu gehen, und der ist es ja auch nicht, weil wenn man nachher den Schreibtisch voller Arbeit hat und nur noch am Hin- und Herschieben ist und
Urlaub dann als eine Art Flucht ist, also Fluchtmechanismus, so nach dem Motto, ey, du sagst allen Kunden ab, du machst gar nichts mehr und am Ende des Tages brauchst du einfach immer wieder Urlaub, um die Akkus aufzuladen. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, du bist in der Situation, dass dir das, was du machst, so viel Freude, so viel Spaß macht, ja, auch in der Führung von Mitarbeitern, auch eben mehr Kunden bearbeiten zu können und eine höhere Qualität zu liefern und das nicht immer nur in der Abhängigkeit von einem selber, das ist halt auch schon ziemlich, ziemlich cool. Ja? Weil selbst wenn du viele Businesses noch parallel machst, was ja auch viele den Fehler machen, dass sie dann noch irgendwelche Parallel-Businesses aufbauen, in der Hoffnung, sich ein passives Einkommen aufzubauen, wie Immobilieninvestments, Photovoltaikanlagen oder whatever. Ja, oder vielleicht sogar noch einen Online-Kurs und dann noch Immobilienmakler obendrauf. Aber überlege mal, all diese ganzen Jobs, Familienvater ist man vielleicht ja auch noch oder Mama, also Mama oder Papa und dann hat man noch Freunde und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages dreht sich aber alles um dich selber und das ist halt einfach nicht smart. Und an diesen Punkten, da scheitern halt die meisten. Und ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung eben sagen, dass der wirkliche Weg der ist, zu erkennen, dass es um die eigenen Fähigkeiten geht, dass es um die Entwicklung auch hin zum Unternehmer geht, also Systeme zu etablieren, Strukturen, Prozesse zu etablieren, damit eben Arbeit auch von anderen erledigt werden kann. Und was ich dir auch als Rat mitgeben möchte, ist wirklich diese Tatsache, dich diesen Situationen zu stellen und genau hinzuschauen, was ist eigentlich wirklich das Problem hinter dem Problem. Und das ist in den meisten Fällen, wenn nicht gar immer, ich würde sogar sagen, gar immer ist es wirklich in der Tat, dass man selber ausweicht und die Herausforderung, das Hindernis nicht annimmt und nicht knackt in der Tiefe. Weil wenn du es knackst in der Tiefe, dann bist du auch in der Lage, als Unternehmer genauso viel Spaß zu haben, wenn nicht viel, viel mehr Freude noch zu haben, als wenn du die alles in deinem Leben selber bewältigen willst. Weil wenn du das nicht tust, wenn du nicht hingehst, und zum Beispiel in einem Team arbeiten kannst oder in einer Gruppe von Menschen arbeiten kannst, ja, dann bist du einfach an bestimmten Stellen, hast du auch eine gewisse Leere, weil es macht einfach in einem Team auch viel, viel mehr Spaß mit allen Hindernissen und Barrieren, die damit zu tun haben. Aber das ist doch auch ein cooler Teil des Lebens. Man kreiert mit Creation Your Life, sage ich mal, ja, und Create Your Business. Und das macht wirklich eine riesen, riesen Freude. Und das habe ich glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt erkannt. Und wenn dich die Story oder wenn du dich in der Story so ein bisschen wiedergefunden hast und du merkst einfach, Mensch, verdammt nochmal, der spricht mir so ein bisschen oder spricht mich irgendwie so direkt an, dann kann ich dir nur einen Rat geben, hey, guck in die Infobox rein, vor allen Dingen geh da einfach mal hin und buch ein persönliches Gespräch mit uns. Und wir sprechen einfach mal und schauen, wo liegen denn oder wo sind jetzt gerade deine Fähigkeiten, wo musst du besser werden, damit wir dich auf diesem Weg zum Unternehmer, vom Makler zum Unternehmer begleiten können. Weil ich habe die ganzen Erfahrungen gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir da echt weiterhelfen kann, persönlich weiterhelfen kann. Das würde ich auch sehr, sehr gerne tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ciao.